Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender. Wie ihr seht, es gibt was Neues da unten in der Ecke. Ich probiere das mal aus. Schreibt mir gerne, ob ihr das gut, schlecht oder doof findet. Ich weiß nicht, ob ich alles richtig eingestellt habe. Ich sehe es auch nicht auf meinem, in Anführungsstrichen, Zweitbildschirm. Das ist ein kleiner, pixeliger Fernseher. Wenn die Hotkeys funktionieren, ich glaube ja, dann sollte ich so etwas böse gucken, wenn ich genervt bin. Oder wenn ich mich erschrecke. Ich hoffe, ich sehe es nicht genau, dass sie jetzt ein bisschen traurig aussieht. Oder wieder normal hoffentlich aussieht. Und ich habe ein bisschen Sorge. Ich habe nur einen Trailer zu diesem Spiel. Ganz kurz nur die ersten 10 Sekunden. Und es begann mit einem riesengroßen, lauten Jumpscare. Und ich befürchte, mir fliegen die Ohren weg. Also seid gewarnt. Und ja, wir probieren das jetzt mal. Viel Spaß mit Fatal Night, Midnight. Ja, ich kann nur aufgeben oder aufwachen. Ich wache da mal auf. Meine Eltern sind in den Urlaub gefahren und ich bin zurückgeblieben, um nach meiner Schwester zu schauen. Sie hat einige Probleme. Manchmal ist sie sehr komisch, also muss ich nachher gucken. Alles war okay, bis ich komische Geräusche mitten in der Nacht hörte. Das würde mich sehr beunruhigen, denn ich hatte auch einen Bruder. Falls du das guckst, ich glaube nicht. Ich fand ihn auch komisch. Sorry, Mama. Nein, war ein Spaß. So, drücke E. Diese verdammten Geräusche. Meine Schwester fühlt sich bestimmt wieder schlecht. Verdammt, ich war nicht so schnell. Oh. Oh, das bin ich. Uiuiui. Ich frag mich jetzt schon, warum tue ich das? Ich glaube, ich möchte schon den Heulen-Button drücken. Kann ich irgendwas? Moment. Nein, ich kann nichts ändern. Oh. Kann ich? Oh Gott. Okay, es ist eh. Ich würde normalerweise... Ne. Würde ich alle Lichter anmachen. Und... nochmal, hallo Mama, falls du das nicht weißt. Ich habe früher die wenigen Male, die ich alleine gewesen bin, zu Hause, Geräusche im Keller gehört habe. Das habe ich vorhin auch noch in einen YouTube-Kommentar geschrieben. Oh, jetzt ist hier eine Katze vor der Tür. Bin ich mit Festnetztelefon in der Hand in den Keller gegangen. Sekunde. Telefon in den Keller gegangen, eigentlich auch sehr sinnlos, für den Fall, dass dann dort jemand eingebrochen wäre, durch ein Kellerfenster, damit ich direkt hätte die Polizei rufen können. Aber ist ja Gott sei Dank nie was passiert. Okay. Ich hätte gerne einen Mauszeiger, damit ich weiß, wo ich hier hinzeige. Was haben wir da? Kann ich rennen? Oh, ich glaube, das war gerade rennen. Kann ich nur diese eine Schublade? Okay. Es wabbelt aber ganz schön. Ich habe Angst. Leiser werden sollte, liegt es daran, dass ich mit dem Kopf weiter von dem Monitor weggehe. Es ist komisch, dass sie nicht hier ist. Ich muss sie finden und fragen, wie sie geht. Na, da ist Rocky.
Ich muss sie finden. Nein. Was ist das? Sieht komisch aus. Okay, man kann andere Schubladen aufmachen, aber... Habe ich keine Maus? Entschuldigung. Ich wollte nur einmal gucken, ob meine Maus im anderen Bildschirm ist. Zimmer, ne? Boah, das ist so fies, dass man hier nicht richtig gucken kann. Warum? Wo geht's hier? Sag mir, wieso ist die nicht abgeschlossen? Ach so, jetzt hier. Nein. Okay, ich habe die Orientierung verloren. Scheiße. Es ist ja alles gut. Wir suchen ja nur unsere Schwester. Die bestimmt irgendwann gruselig hinter uns steht. Hier schlafen unsere Eltern. Von der Tür erschlagen. Okay. Muss ich jetzt doch nach unten? Entschuldigung, aber Kindeswohl und so. Okay, hat nur gehakt. Ist alles gut. Kann ich die Toilette benutzen? Komm schon. Oh, die will ich gar nicht benutzen. Aber wenn ich sprinten kann, ne? Könnte es ja sein, dass ich irgendwann sprinten muss. La la la. Ja, dann gehen wir einfach mal gucken. Okay, ich bin raus. Wie mir knallen die Ohren weg. Wieso haben wir das nicht aufgegessen? Kann ich das essen? Das sieht gar nicht so schlecht aus dafür, dass das Bad so süffig ausgesehen hat. Wir suchen nur unsere Schwester. Was war das? Sei abgeschlossen. Okay. Warum ist es so dunkel? No way. Oh, ha, ha. Okay. Nee, falscher Knopf. So. Bitte zu Hause. Okay. Okay. Dann geht's mal wieder gut. La, 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 la. Was war das? Ich kann einfach Geräusche nicht zuordnen, ne? Warum ist das so verdammt laut? Ich habe das schon leise gedreht. Das ist immer noch so verdammt laut. Könntest du... Woher kommt denn das? Das ist eine Ratte, oder? Ja.
besser wird's. Das ist ein weiteres siffiges Bad. Der ist ein Schrank. Wo so eine Horrorvorstellung als Kind. Ich glaube, dass das bei uns nicht möglich gewesen wäre. Aber dass du so einen Schrank aufmachst, wenn du alleine bist und da ist jemand drin. Was ist hier los? Ich sehe nichts. Ist das blutig oder? War das mein Schritt? Wenn man nur die ganze Zeit keine Schritte, kann ich springen? Nein. Das ist ja nicht dein Ernst. Warum war das Fenster nicht abgeschlossen? Nee, 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 nee. Ich hoffe, ich habe noch das Heulface, weil, warum machen wir kein Licht an? Warum finde ich eigentlich immer Spiele, wo ich meine komische Schwester sehe? Willst du es? Bleib hier. Sie ist vielleicht in den Keller gegangen. Ich muss ihr folgen. Warum muss ich das? Wie alt sind wir denn? Sind wir überhaupt mental reif genug für so einen Kack? Ich sehe nichts, das Licht ist aus. Ich muss eine Taschenlampe finden. Sie ist oben in der Nähe vom Computer. Okay, ich bin dankbar für jede Minute, die ich da nicht runtergehen muss. Ich hoffe, ich übersehe auch irgendwelche Jumpscares, die irgendwo in der Ecke stehen. In der Nähe vom Computer. Habe ich einen Computer? Nein. Hat unsere Schwester einen Computer? Nein. Teller, eine Haarbürste, ja, ganz normale. Second Floor stand da doch, ne? Na, hier ist die Waschküche. Hier geht's irgendwie durch. Entschuldigung, ich habe heute viel quasseln müssen. Und da ist der Computer. Das ist der Raum, in dem die Taschenlampe ist. Ach, was ein Zufall. Ja, fein. Das sehe ich was, aber jetzt ist es noch unheimlicher. Was steht hier? Kann ich nicht sehen. Kann ich irgendwas anderes machen, außer E zu drücken? Nein. Ich habe das Gefühl, es wird einfach immer lauter. Ich sag's nochmal, Kindeswohlgefährdung. Sagt es euch auch, macht es ruhig leiser, weil ich glaube, es kommt irgendwann hier ein Schrei. Bitte jetzt nicht, bitte fetzt mir nicht die Ohren weg. Hallo. Also ganz ehrlich, wenn wir so eine komische Schwester haben, ne? Die nachts in Ella läuft. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab es geahnt. Bis gerade war mir echt kalt, ne? Ich bin gehopst. Was zum Fuck war das? Das offensichtlich stimmte irgendwas mit ihr nicht. Ach was? Ach was?
Ganz ehrlich, ich zieh aus. Kann ich etwa kriechen? Kann ich irgendwie. Ich kann kriechen, ich werde müde. Ich würde die Alte da im Keller lassen, sorry. Steh wieder auf. Bitte. Kann ich wieder hoch? Achso, wenn ich renne, dann hältst du die Taschenlampe nach unten, sag mal. Erst knockt sie mich aus und dann geht das Licht aus. Toll, toll. Klingelt da was? Go to your room, under the bed, there is something that will help you. Da ist etwas unter deinem Bett, was dir helfen wird. Ich bin mit der Sohn, okay. Ich muss in mein Zimmer gehen, da ist etwas unter meinem Bett, was mir helfen wird. Und ich kann nicht rennen. Wieso? Wieso habe ich mir das ausgesucht? Wo ist mein Zimmer? Vergessen. Wahrscheinlich da, wo die Alte hingerannt ist. Ah, ich kann nicht rennen. Okay, ich erschrecke mich nicht. Nein. Das ist ihr Zimmer. Das ist mir egal. Wer ist das? Ist das mein Zimmer? Oder? Du olle Zippe. Zimmer? Nein, das ist nicht mein Zimmer. Ich hatte keinen Computer. Gibt's hier in diesem scheiß Haushalt nicht. Oh. Ist das mein Zimmer? Ta-ta-ta-ta. Nee, das ist nicht mein Zimmer. So. Ich habe die Orientierung verloren. Wo bist du? Mir ist das egal. Ich will jetzt in mein Zimmer. Ich will. Ja, du krabbelst an der Decke. Ich glaube, du brauchst einen Exorzisten. Du bist aus meinem Zimmer rausgegangen, ne? Da ist etwas unter deinem Bett. Wie komme ich unter mein Bett? Ich habe jetzt keine Angst mehr, ich bin jetzt sauer. Hä? Hier passieren Dinge. Wie stehe ich wieder auf? Ich hab's doch gut. Also, Vater des Jahres. Ganz im Ernst. So, und ich weiß, was mit Ihnen stimmt. Hier ist ein Knarre, schieß. Ich warne dich. Ich werde sie benutzen. Um Gottes Willen. Ich habe das schon so leise gedreht. Sie hören unten. Ich muss sie finden. Wenn ich das lauter hätte, glaube ich, dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch viel lauter sprechen, weil ich nichts mehr hören kann. Kannst du bitte die Taschenlampe richtig halten? Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Los! 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 Jetzt! Terrorists win! Oh.
egal. Kurz nach dieser fatalen Nacht kam die Polizei an und hat Daniel, das war Mobia, festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er mentale Probleme hatte und Pillen genommen hat, die lagen in unserem Bett. Ja. Das führte zu dem tragischen Unfall. Oh. In Wahrheit... hat die Schwester versucht, sich vor ihrem Bruder zu verstecken und ihr Leben zu beschützen. Die Schwester war nicht besessen von Dämonen. Es war alles Daniels Fantasie. Nachbarn, die Schreie und Schüsse gehört haben, haben da halt die Polizei gerufen und gehofft, dass sie dem Mädchen helfen könnten, aber es gab keinen Weg, um sie zu beschützen. Das Mädchen wurde mit einer Shotgun erschossen. Daniel ist in einem Krankenhaus für mental Krankenhaus, ich komme gerade nicht drauf. Und da realisierte er, was passiert ist, als das hier enden sollte. Oh. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich habe Herzrasen. Mir ist endlich wieder warm. Und bis zum nächsten Mal.